Ich hätte eine inhaltliche Präzisierung zur 2G-Regel. Wo wird die jetzt gelten? Man hat gesagt Gastronomie und Veranstaltung. Gilt sie auch in Freizeiteinrichtungen oder bei der Sportausübung, zum Beispiel im Fitnesscenter oder im Kino? Und die zweite Frage, ab welchem Alter gilt diese 2G-Regel? Ab 12, 6, 18? Nun, vielleicht, ich werde das jetzt übernehmen. Wir sind gerade dabei, das ganz genau zu präzisieren. Sie müssen sich vorstellen, eine 2G-Regel hat natürlich eine breite Einschränkung, wie Sie darstellen, auf die Bevölkerung. Die muss wissen, worum es geht. Und wir sind genau gerade jetzt dabei, diese Einschränkungen und Überlegungen durchzuführen. In der Gastro ist es auf jeden Fall klar. In der Gastro soll das stattfinden. Es ist bei allen körpernahen Dienstleistungen sehr wohl vernünftig, diese 2G-Regel einzuführen. Und auch bei Zusammenkünften. Nun, ist die Zusammenkunft, ob Sie jetzt in einem Fitnesscenter, wenn Sie sehr viele Personen haben, oder bei einer Veranstaltung, das ist dem Virus an sich relativ gleichgültig. Also werden wir hier auch entsprechende Überlegungen anstellen und auch dann in ganz klaren und auch einfach nachvollziehbaren Regeln dann auch der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Sie nehmen noch das Alter. Auch hier gibt es natürlich entsprechende Überlegungen, ab welchem Lebensalter das eingeführt werden soll. Ich glaube, wir werden es bei den derzeit gültigen Regeln belassen bezüglich des Lebensalters. Ab 6 Jahren? Das ist ab 6 Jahren, in manchen Fällen ab 6 Jahren, ja.